seltsame Insel, da hat es mich irgendwie herverschlagen. Und irgendwo weiß ich ja nicht so recht, wo ich genau bin und wie ich da wieder zurückkomme. Ich habe mir auch schon eine Hütte gebaut, komm, ich zeig's euch. Ja, ihr seht selber, ich baue mir hier gerade meine Hütte auf meiner einsamen Insel, aber es ist noch etwas zugig und es regnet da ziemlich durchs Dach rein. Also ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen und ich glaube, das Beste ist, ich baue mir jetzt ein Schiff und mit dem segel ich weg. Kommt's mit, bauen wir unser Schiff, mit dem wir wegsegeln können. Ja, bei meinem Schiffbruch ist mir zum Glück noch mein Taschenmesser und mein Multitool geblieben. Und schaut's mal, das hat's bei mir angeschwemmt. Habt ihr sicher auch daheim in so Plastikform. Und da baue ich jetzt ein Schiff draus. Ich habe mir jetzt schon in meinem Urwald, der hier zu meinem Eiland, zu meinem Einsamen gehört, von dem ich nicht mal weiß, wo es liegt, da habe ich jetzt schon einen Masten gefunden und den schneide ich jetzt schon mal gleich zurecht. So, wir müssen schauen, dass das Ganze von der Länge her mit dem Schiff passt. Ich will ja nicht die ganze Zeit rudern, um von der Insel wegzukommen, sondern ich möchte ja segeln. Segeln geht schneller. Ne? So, dann nehme ich mir jetzt hier diesen sogenannten Stechdorn, die Aale, und bohre in der Mitte ein Loch hinein oder auch nicht. So, der Masten hält soweit. Aber damit der nicht umfällt, das habt ihr sicher auch schon mal gesehen bei so ganz großen Segelschiffen, da gibt es Taue und alles, damit das Ganze hält. Und das tue ich jetzt auch so fest zurren. So, jetzt hier seitlich Löcher rein, zwei links und rechts, damit ich damit den Masten festzurren kann. So, meine Lieben, der Masten steht. Ich kann bald von meiner einsamen Insel wegsegeln, wie es ausschaut. Hier haben wir noch das eine Tau kappen und da mache ich jetzt noch das Segel. So, ihr seht, liebe Kinder, Dora, mein Segelboot ist jetzt fertig. Ich habe das Segel gehisst und jetzt steche ich in See. Also, schau mal, ob das... Also, liebe Kinder, Dora, macht es gut. Ich segel jetzt dann mal übers große Meer. Bis dann, tschüss, euer Olli. Hallo liebe Kinderautorer, schön, dass ihr wieder da seid. Heute basteln wir uns aus Schilf ein ganz einfaches Floß mit den Kindern, ohne Schnur oder irgendwas. Alles, was ihr braucht, ist ein Taschenmesser und ein bisschen Schilf. Und bevor wir loslegen, schneiden wir uns ein wenig getrocknetes Schilf ab. So, wir schneiden uns jetzt mit dem Taschenmesser von dem dicken Schilfrohr gleich lange Teile. Vorsichtig jeden Schilfhalm auf, um dadurch dann einen dünneren, harten Schilfhalm schieben zu können für unser Floß. Oben wie unten spießen wir jetzt die Schilfrohre auf. So, und jetzt schneiden wir diese überstehenden Querstreben weg, die kürzen wir einfach. Zum Schluss stecken wir hier unseren Masten in die Mitte von einem Schilfrohr hinein. Mit dem Messer schlitzen wir hier ein Blatt, in dem Fall glaube ich Pestwurz, kurz auf und stecken es dann auf den Masten. So, liebe Kinderautorer, unser Schilffloß ist fertig und jetzt lassen wir es zu Wasser. Kommt. Unser tolles Floß aus Schilf ist fertig. Das ist eine Sache von wenigen Minuten. Ab 10 Jahren braucht es nur Schilf, ein Blatt und einen See oder einen Weiher. Und das lassen wir jetzt schwimmen und ihr seht selber, das liegt unglaublich und schön stabil im Wasser. Unser Schilffluss. Probiert es selber aus mit den Kindern. Es macht einen riesen Spaß. Die Kinder lernen was dabei und sie haben hier Freude. So, und ihr seht selber, wie schön unser Floß dahin schwimmt. Eine tolle Bastelei für die Kinder, wenn ihr am See oder Fluss unterwegs seid. Schaut wieder rein bei kinderautor.de. Dürft gern uns liken, unseren YouTube-Kanal abonnieren und immer wieder reingucken bei kinderautor.de. Jeden Tag etwas Neues und wir schreiben nicht ab und wir stellen nicht irgendwelche Karten rein, die wir gar nicht gemacht haben, sondern wir machen wirklich unsere Touren selber und auch unsere Bushcraft-Basteleien, so wie dieses Schilffloß. Also wir Servus liebe Kinderautorer, schön, dass ihr da seid. Ihr hört das schon, ländliche Idylle und ich bin heute nah ans Wasser gebaut. Jawohl, die Kirchturmuhr schlägt auch noch an. Wir bauen uns heute was typisch Ländliches, nämlich ein Birkenschiff. Dazu brauchen wir ein Stück Rinde. Bitte nicht vom Baum runterschnitzen, sondern das am
Boden am Waldboden liegt, dann brauchen wir ein Blatt, einen Ast, einen geraden als Masten und ein Taschenmesser. Und schon geht's los. Als erstes nehmen wir uns mal die Rinde und geben dem Ganzen ein bisschen eine Bootsform, indem wir den Bug vorne ein wenig zuspitzen. Was ihr gerade im Hintergrund gehört habt, das war das einzige Auto, das hier am Tag vorbeikommt, nämlich die Post. So, und schon schaut das Ganze ein bisschen mehr nach Boot aus. Wir tun uns jetzt hinten nur den Bug ein bisschen zuschneiden, dass es auch ein bisschen mehr nach Boot ausschaut, das Ganze. So gut wie es geht, das hängt nicht von der Rinde ab, wie brüchig oder wie fest die ist. Als nächstes spitzen wir mit der großen Klinge von unserem Messer den Masten oben und unten an. Möglichst mittig bohren wir ein Loch für unseren Masten in den Bootskörper. Ich habe jetzt ein Loch in die Rinde gebohrt und da stecken wir dann unseren Masten durch. Ihr seht selber, das Ganze ist schon sehr stabil. Wir lassen ihn unten rausstehen als Kiel. So, und zum Schluss, ihr Lieben, kommt jetzt noch unser Segel drauf und fertig ist dieses wunderschöne, klassische Rindenschiff. Solltet ihr unbedingt mal mit den Kindern ausprobieren. Ja, ich lasse das jetzt schwimmen. Ihr seht selber, wie wunderschön stabil das drin liegt im Wasser. Ein ganz uraltes Kinderspielzeug. Wenn ihr mit den Kindern wandert, Radl fahrt oder mit dem Kanu paddelt, unbedingt ausprobieren. Dann schaut mal rein auf kinderauto.de. Ihr könnt gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren, dann versäumt ihr nie so tolle Bastelaktionen und so ganz einfache. Und ihr dürft uns auch auf Facebook liken. Also kinderauto.de, ich würde es liken. Macht es gut. Tschüss, Servus, euer Uli. Ja, servus liebe Kinderautorer, schön, dass ihr heute wieder bei mir vorbeischaut. Heute wollen wir das schnellste Schiff der Welt basteln. Mit Schnelligkeit meine ich jetzt nicht in Knoten oder Meilen, was Seemeilen, was es zurückliegt, sondern von der Bauweise. Schneller als dieses Schiff könnt ihr keines basteln. Und ich zeige euch gleich, wie das geht. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr draußen oder habt ihr zu Hause. Legen wir mal los mit unserer umfangreichen Materialliste. Drei Korken. Segel könnt ihr daheim basteln oder unterwegs, also Zahnstocher und zwei Gummis, mehr braucht ihr nicht. So, und jetzt pass auf, das ist wirklich eine Sache von Sekunden. Ich nehme die drei Korken, halte sie hintereinander, einmal den Gummi rum, nehme den zweiten, fixiere auf der anderen Seite, wieder den Gummi rum und der Bootskörper ist soweit fertig. So, jetzt noch das Segel reingesteckt. Nicht einmal eine Minute. Was sagt ihr? Könnt ihr schneller ein Boot bauen? Ich glaube, das geht kaum. Selbst wenn ihr es aus Papier faltet, schneller kriegt ihr ein Boot oder ein Floß in dem Fall nicht hin. Und jetzt bringen wir es gleich mal zu Wasser. Schauen wir, wie das schwimmt. Das liegt nämlich richtig toll und stabil im Wasser. So. Da sind wir jetzt hier an einem kleinen Weiher. Und dann setzen wir es mal rein. Und schaut sehr, wie stabil das im Wasser ist und wie toll das schon dahin schwimmt. So, machen wir hier ein bisschen die natürliche Schleuse auf, damit unser Boot ein bisschen an Fahrt gewinnt. Jo! Also, liebe Kinder, da habt ihr gesehen, in wenigen Sekunden bastelt ihr mit den Kindern so ein tolles Korkenschiff. Und das geht ratzfatz und da müsst ihr wirklich nichts dazu können. Und die Kinder sind begeistert, wenn ihr mit ihnen am Wasser ein bisschen spielt, wie schnell dieses Korkenschiff fertig gebastelt ist. Weitere tolle Bastel-, Schnitzideen, Wandertouren, Radeltouren für Kinder, Paddeltouren, geht im Herbst übrigens auch ganz gut. Berghütten für Familien findet ihr auf kinderoutdoor.de, 24 Stunden am Tag für euch. Da und garantiert frei von Kommerz. Ihr dürft uns gerne liken und ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Jeden Tag einen neuen tollen Film, so wie den heutigen. Ich freue mich wieder, wenn ich euch sehe. Passt auf euch und die Kinder auf. Viel Spaß draußen in der Natur. Macht es gut. Bis bald. Pfiat'ing. Servus, euer Uli.